Erneut heiße ich euch willkommen zu einer weiteren Runde, zu einem weiteren Part Sakuna of Rise and Ruin. Und ja, im letzten Part ist der Winter eingebrochen und wir müssen nun das Feld neu hacken. Und hier sind Steine im Weg. Ja, fangen wir mal einfach mal an, ne? Okay, wir laufen erstmal hier. Können wir die Steine irgendwie vorher wegmachen? Ja, können wir. Mit X natürlich. Ja, natürlich. Und so kriegen wir auch Stein. Das ist natürlich sehr cool. Sammeln wir erstmal alles auf. Und dann fangen wir auch an, ne? Mit dem Ackerbau hier. Die brauchen wir nämlich nicht hier. Ich dachte, man kann die so aufsammeln, aber nein, man muss extra in diesen Menü gehen. So, haben wir alle? Wir haben alle. Okay, halten, um zu schwingen. Boah, ernsthaft? Boah. Das ist natürlich Arbeit, ne? Bonus war ganz schön hart. Gott, das ist aber auch echt wirklich heftig hier gerade. Ja. Das heißt, es sollen keine Heldenstellen übrig sein, ne? So schätze ich mal. Oh Gott, diese Arbeit. Das ist doch die Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Also, ich habe noch kein Farming-Spiel gespielt, was so versucht, akkurat darzustellen, wie mühsam es ist, das zu machen. Wirklich. Das ist wirklich anstrengend. Oh Gott. Oh, wir haben neuen Farming Skill Furrow's Height. Gucken wir mal kurz. Beim Tilling. Zeigt mir, wie viel ich schon gemacht habe mit dem Goldklimmer. Zeigt mir, wenn ich das. Check. Ah, okay, man kann sich anzeigen lassen, wie viel fertig ist. Okay. Sind da oben Steine? Ja, da ist noch ein Stein. Können wir mit L drücken? Können wir sehen, wo wir schon waren. Okay. Da ist zumindest etwas. Ich dachte schon, man kriegt gar keinen Indikator. Das wäre schlimm. Das ist ja wirklich schlimm. So, warte mal, hier ist noch irgendwelche. Hier ist noch eine Stelle. Andersrum. Wie gesagt, mit der Steuerung muss ich auch noch klarkommen. Das ist mich. Ist ein bisschen speziell hier. Wir müssen das alles golden einfärben. Ja, so kann der Part natürlich auch beginnen, ne? So kann der Part beginnen. So und nicht anders. Wir wollen natürlich alles zeigen, ne? Das ist so gehört wie's. Auch das langweilige Zeug. Ich finde es halt immer noch nice, wie das Spiel halt versucht, so akkurat wie möglich zu sein. Finde ich das nicht auch interessant? Klar, es ist natürlich zeitaufwendig. Wir haben noch ein Skill gelernt. Was denn jetzt noch? Oh, jetzt können wir also noch. Jetzt kriegen wir ein noch größeres Feld beackern. Gleichzeitig, wenn wir mit der Hacke arbeiten. Das ist doch mal. So muss das. Dann geht alles ein bisschen schneller.
Ein bisschen haben wir noch. Und zwar hier. Anzeigen lassen, da. Hier ist noch ein bisschen was. Wir wollen natürlich so gründlich sein, wie es geht, ne? Hier noch ein bisschen. Und hier noch auf jeden Fall. So. Und hier am Rand, oder ist das nur der Schatten, der so... Ja, scheint nur der Schatten. Okay, wir sind fertig. Ist das okay? Ist das okay? Ich hoffe es. Das looks good. Ah, nicht alles. Wir haben nicht alles. Okay. Schade. Aber 96% für das erste Mal. Jetzt sitzt er sich da mitten rein. Hm? Ist das ein Ernst? Yes. Huh. Okay, es bringt uns bei, wie man Dünger benutzt, um den Boden auch gut... Ja. Das ist die Toilette. Indeed. Hm? What? Ja, er meint genau das. Der Kleine spricht's aus. Yes. Ja, das ist Kompost, ne? No. Indeed. Der Dicke bringt uns gerade bei, wie man das wie Feld düngt, obwohl er selber keine Ahnung hat davon, ne? Das ist auch super. Oh nein. Ich kann jetzt das herstellen. Es gibt drei Arten von den Inhaltsstoffen, für die Inhaltsstoffe sind, aus dem Dünger. Und zwar für die Wurzeln, für die Blätter und für den Kern irgendwie. Und das Level... Entschuldigung. Und das Level, was wir haben, ist halt... Da entscheidet halt darüber, für was wir den Dünger herstellen. Aus was, ja. Es ist so schwer für mich zu übersetzen, gerade on the fly, aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Englisch. Es wäre ein bisschen schade, wenn nicht. Aber nur so viel. Wir müssen auf unsere AA aufpassen. Auf die AA aufpassen. Um damit guten Reis zu züchten, so ungefähr. Entstehen zu lassen. Gut, dann sammeln wir mal. Können wir es nicht? Also haben wir schon anscheinend. Hier liegt noch was rum. Ein Lodge. Dann verteilen wir es mal, ne? Auf die Felder. Haben wir das jetzt? Oder ist es auch manuell? Ah, guck mal hier. Jetzt können wir sehen. Oh, es gibt so viel. Was zur Hölle? Es gibt so viel, was wir hier machen, was wir hier überhaupt machen können. Ich finde ein bisschen schade, dass unten das S von Hauers gerade so über die Linie geht. Finde ich nicht so schön. Finde ich echt nicht schön. Fauna und Flora haben wir hier auch noch. Upcoming Skills. Tidal Wave. Was? Hört sich interessant an. Ja, und nun, ich brauche Samen eigentlich, ne? Wir haben ja nichts. Nochmal. Unsere Samen sind im Lager. Okay, gehen wir hier mal reingucken, wir mal. Müssen ja neu anpflanzen, ne?
Ich sehe allerdings keine. Ah, hier haben wir. Check. Okay, anscheinend werden die hier gezüchtet schon. Ich weiß echt nicht. Ich habe mich zwar eingelesen, wie man Reis anbaut, aber so ganz komme ich da nicht hinter. Also, gerade was es angeht, was da hier passiert, ne? Ich weiß nicht, ob man es fluten darf. Oh, müssen wir natürlich hier hinten schließen. Oder auch nicht. Müssen wir einfach durchlaufen einmal. Jetzt steht da oben. Ich verstehe noch nicht so ganz, was das hier alles soll. Aber gut. Ja. Ich bin halt ein Anfänger in diesem Spiel. Das merkt man auch. Sonst gibt es ja echt nicht viel zu machen sonst, ne? Gehen wir kurz da hier mal rein. Vielleicht kriegen wir eine neue Quest. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Ich wollte eigentlich nur hier rein. Hier ist nix. Okay. Wie kommt er denn so schnell hier rein? Ist er an mir vorbeigeschlichen? Mag man gar nicht glauben, dass der so flink ist. Ja, da wird wahrscheinlich auch keiner. Da hat hier drin sein, ne? Nee. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schlafen, weil ich meine, was soll's, ne? Ach, man kann ja auch hier. Ja, dann ruhen wir uns hier aus. Eigentlich muss ich ja nicht schlafen, oder? Oh, das kannst du essen. Glühwürmchen! Kann doch maximal nur 6 Stunden sich ausruhen. Ah! Die Setzlinge sind fertig. Ich würde jetzt gerne Wasser aber hier vorher rausnehmen. So, warte mal. Wasser raus. Na, geht das auch raus? Ja, es dauert ein bisschen, ne? Gut, da kann es auch wieder zu. So, die Setzlinge sind anscheinend fertig gezüchtet. Gut, dass ich das entdeckt habe mit Warten. Das wäre ja furchtbar. So. Ja, dann. 100 Stück. Okay, das wird wieder. Das wird jetzt eine Arbeit. Oh Gott. Ja, dann fangen wir mal an. So, nehmen wir erstmal hier raus. Oh Gott. Ich bin. Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen. Oh, das muss ich auch ständig mal welche nehmen. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Ich wünschte, sie würde mehr aus dem Beutel rausholen. Oh Gott, Alter. Bin schon betrunken. Was zur Hölle? Oh Gott. Nein, ey. Ihr tut mir was an. So. Ich mach trotzdem einfach frei Schnauze. Ich habe ja schon jetzt schon so angefangen. Aber wenn sie nicht immer wieder neue nehmen muss. So kommt man richtig raus aus dem Ganzen.
Das ist, glaube ich, zu dicht, ne? Oh, Sakuna, bitte. So. Könnte natürlich alles viel schicker sein, ich weiß. Gerade diese Mittellinie. Oh nein, ey. Was haben wir jetzt schon wieder für Skills gelernt? Ach, wir können jetzt doch mehr tragen. Stimmt, ich sehe es. Auch wenn wir immer noch betrunken dabei sind. Oh, ich muss jetzt... Ich werde es nie lernen. Also, ein bisschen weit entfernt. Ein bisschen, aber zu weit auseinander. Aber es steht nur ein bisschen. Gut. Dann mal jetzt fluten, jetzt einmal fluten, oder? Noch mehr? So, sollte reichen. Flatsch, flatsch, flatsch. So. Ja, wir ziehen natürlich alles raus, was nicht reingehört. Klar. Nur ein Frosch. Können wir jetzt hier noch mehr... Ja, wir können hier Sachen rausholen. Und dann anschließend hier reintun. So. Als erstes tu die Basiskomponente rein. Die entscheidet, wie viel Bernstein, also von den Ember... da reintun. Okay, wir haben hier fallende Blätter auf jeden Fall. Nee, nicht als Base, oder? Das ist auf jeden Fall für die Wurzel, steht da. Hm. Oh, das einfach. Ja, komm. Und wir können... Oh, wir können sehr viel reintun. Hoi, hoi, hoi. Reis, Salz. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Was sollen wir auch sonst damit? Ja, warum auch nicht? Komm. Rein da. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch vergammeltes Essen. Oh, oh. Pestizide, okay. Ja. Also ganz genau checke ich auch noch nicht, was da abgeht, Leute. Da müsst ihr mich entschuldigen. Ich gehe nochmal zur Schmiede zu Kinta, weil ich gerne wissen wollen würde, was da jetzt, ob man da vielleicht was Neues spielen könnte. Hey Kinta, ich finde das so cool hier eigentlich, so von der Atmosphäre her. Want me to make something? Okay, wir können eine Granit-Sledgehammer. Erhöht natürlich euren Angriff, ne? Ja. Leave it to me. Benutzen wir gleich mal. Und rüsten uns auch gleich mal aus. Das war hier. Das erhöht natürlich den Angriff um 12, ne? Gucken wir hier nochmal. Ich vergleiche nochmal ganz kurz. Das ist mal Angriff plus 16, also plus 12, wenn die ausgerüstet ist. Also um einen Punkt mehr als die. Allerdings ist das doch, die würde ich halt doch lieber eher leveln. Also lassen wir es mal einfach so. Ja, würde ich so lassen erstmal.
Und dann würde ich halt erstmal auch mal kurz mal die Hutbedeckung absetzen, weil die hat ja kein, die hat sowieso keine Power. Jui, für dich haben wir, müssen wir auch noch was holen. Was ich gerne wissen würde, kann man von hier aus aufs Dach rauf? Ich muss das ausprobieren. Nein, kann man nicht. Gibt es irgendwie einen anderen Weg rauf? Ah, eventuell. Mit einem guten Sprung. Ja, oh, wow, sie klettert sogar hoch. Cool. Stell dich rauf. Wir können mit dieser Aussicht doch den Park beenden, oder? Was meint ihr? Mit dieser Aussicht auf diesem Berg, der, ja, der sehr groß ist. Leute, ich würde sagen, war es das für heute. Wir haben heute sehr viel Farm, wir haben sehr viel Wirtschaft betrieben, vor allem. Reis angepflanzt, im Feld umgegraben und all das Gedöns. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit der nächste passt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.